Jetzt nochmal Ton. Hi und herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem allerersten Video hier von unserer Gamescom 2020 Bühne. Uhuhu. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. So, erstmal, das Ganze hier ist heute nur ein kleines Infovideo. Merkt ihr vielleicht auch an der Länge, aber trotzdem, so in etwa wird es das dann in wenigen Tagen soll anhören, wenn dieses Jahr offiziell die Gamescom eröffnet. Denn dieses Jahr, ihr merkt es schon, ich sitze hier nicht in Köln und habe mir auch nicht eine fette Bühne für, weiß nicht, wie viel tausende Euro man da bezahlen müsste, wenn man auf der Gamescom einen Stand haben will. Abgesehen davon, dass ich dieses Geld leider nicht investieren könnte, findet die Gamescom dieses Jahr ja auch leider nur digital. Leider, ihr findet ja nichts vor Ort in Köln statt, sondern nur digital. Und wir machen das Beste draus und haben uns hier unsere eigene Gamescom-Bühne im Kleinen nachgebaut. Hier kommt noch ein Bildschirm hin. Dann haben wir eine Person, die da sitzt und dahinter im Bildschirm sitzt die zweite Person. Das ist auch Corona-Testet vom Abstand her einhaltbar, was eine sehr schöne Sache ist. Und wir werden dann die ganzen Tage von der Gamescom, das geht ja in der Woche los, ich glaube ab dem 27. geht die Gamescom los, das ist der Donnerstag, macht das Sinn? Also ich glaube es war Donnerstag, hab Termine vielleicht nicht ganz im Kopf, geht das los, da kommt dann noch ein Infovideo, was wir genau wann machen, das kommt aber dann an dem Montag, wo die Gamescom-Woche losgeht online. Auf jeden Fall werden es alle Tage hier sitzen, werden uns das Live-Programm anschauen von Köln-Messe und beziehungsweise von den ganzen Publishern, die da live übertragen. Und wir werden natürlich ebenfalls noch ein bisschen eigene Events machen. Es ist geplant, dass wir ein Fun-Turnier machen mit Real-Life-Gästen hier. Wir werden so ein bisschen zocken, wir werden uns so über die Welt der Videospiele unterhalten. Also wir haben einiges vor. Und dafür haben wir eben dann auch immer einen Gast da, der sitzt dann hier so mal an der linken Seite, ist ganz glücklich und erzählt dann auch ein paar Sachen eben zur Gamescom. Ich denke mal, es wird ganz nett werden. Dieses Jahr ist eben alles anders. Gamescom ist nicht wie sonst immer in Köln. Dementsprechend ist der Gamescom-Teaser. Ist auch keine ewig krass geschnittene Videomontage, sondern einfach dieses kleine Infovideo hier, was ich alles in dieser Form überbringe. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon mal besser wie nix. Ja, unter den Umständen würde ich sagen, ich hoffe, ihr freut euch und seid gespannt auf dieses Projekt. Deshalb kommt das Pilotprojekt, das ist hier in meinem Studio. Wir haben jetzt richtige Beleuchtung, die auf die Bühne leuchtet. Wir haben eine richtige Bühne vor allem aufgebaut. Wir haben Scheinwerfer, wir haben ein Stage-Set und da Nintendo, die ist ja nicht persönlich auf der Gamescom, virtuellen Gamescom teilnimmt, dachte ich mir, komm, dann kümmern wir uns wenigstens als Nintendo Lieblingsmarken-YouTube-Channel, also weil wir Nintendo ja über alles lieben gefühlt, kümmern wir uns halt darum, dass der Nintendo-Flair bleibt. Und deshalb haben wir hier einfach im Hintergrund ein paar schöne, vor allem von den Spielen, die letztes Jahr so auf der Gamescom vertreten waren, bei unser Augenmerk mit Luigi's Mansion oder Zelda Link's Awakening oder Super Mario Maker. Und natürlich noch ein Switch, weil der ist halt wirklich, also wo es dahinter steht, der ist ja für die Switch, weil das konnten wir jetzt sehen, weil der geht immer. Und hier Breath of the Wild ist halt nach wie vor das beste Set-Spiel ever. Deshalb, oder eins der wirklich besten. Und Entschuldigung dafür, Leute, was immer das war. Und deshalb ist auch dieser Aufsteller hier richtig schön. Natürlich zu Rest an dem Platz, wo er ist. Ihr seht schon, wir haben einiges vor, dieses Jahr auf der Gamescom, virtuellen Gamescom, was wir hier abhalten werden. Natürlich, das ersetzt keine richtige Gamescom und ist halt auch was komplett anderes, wie jetzt in den Hallen zu sein, an der Stelle an Hallen zu stehen, wo weiß nicht, wie viele Leute ein Fuß und könnten, wo man einfach die ganzen riesigen Nintendo-Shows sehen kann. Das vermisst es alles, ganz klar. Aber wir machen das Beste draus, machen hier unsere virtuellen Shows und ich denke mal, das könnte ganz lustig werden. Mich würde dementsprechend freuen, wenn ihr dabei seid. Bald geht's los mit der Gamescom in wenigen Tagen. Wie gesagt, an dem Montag von der Gamescom-Woche kommt dann nochmal genau das Infovideo. Da habe ich auch einen Kollegen hier bei mir sitzen. Da werden wir schon ein bisschen darüber quatschen, was genau wir machen werden. Und dann geht ab dem Montag im Prinzip auch in die Berichterstattung los. Montag, Dienstag werden definitiv noch normale Videoformate kommen. Und dann ab Mittwoch voraussichtlich wird es dann auch in die Live-Berichterstattung von der digitalen Gamescom 2020 gehen. Wir sind freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns.
Und ciao!